Moin Moin zu Lebenstag 1, dem war da mit dem Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Scoop, ich sag mal so, Dortmund spielt jetzt nochmal diese Woche. Wenn man da auch keine 3 Punkte holt, dann geht es, glaube ich, eher in die Phase, wie wir schon vor 2, 3 Wochen gesagt haben, ein lauer Sommerkick. Die nächsten dann 9 Spieltage, glaube ich, sind es noch. Da müssen wir mal abwarten. Da war durchaus ein bisschen mehr drin, aber bevor wir dazu kommen, Nachricht des Tages. Ich glaube, vor einer Woche war er noch 23, jetzt hört er natürlich schon auf und schnürt quasi mit 23 seine Fußballstiefel nicht mehr. Grosso hat ja dann bekannt gegeben, dass er Karriere beendet im Sommer. Das heißt, das sind sozusagen die Abschiedsspiele und hatte sich wohl auch schon zur Weihnachtszeit da Gedanken drüber gemacht. Natürlich auch mal lustig, dass er dann noch so eine Aussage tätigt wird, dass er sich wie 23 fühlt und eigentlich schon wusste, dass er quasi das Ganze beendet. Dann machen wir einen ganz kleinen Sprung. Rafael Boré, das Thema hat sich ja dann auch Sonntagmorgen schon erledigt gehabt, war ja nicht im Kader dabei. Habt ihr alle mitbekommen, angeblich sogar mal sogar noch 300.000 Euro bekommen, Ablöse laut Deichstube. Also richtig gut, wie ich finde. Und dann noch halt das eingesparte Gehalt. Gar nicht schlecht. Ja, das Spiel, ganz kurz bevor du dran bist, ich sag jetzt mal so, die ersten 15, 20 Minuten war überhaupt nichts. Da war ja quasi Hoffenheim total on fire. Man hat gesehen auch Kollege Bayer, sicherlich einer, der jetzt auch vielleicht vor der Nominierung steht jetzt im März, richtig gut drauf. Und dann waren wir eigentlich ganz gut im Spiel. Meines Erachtens hätte man bis zur Halbzeit normalerweise mindestens das 1-1 machen müssen. Da waren ja Chancen, ich sag mal, Stay, Agu, das sind ja Duxch-Kopfball, Duxch-Pfostenschuss. Da fehlte auch viel Präzision, wie ich fand. Agu ja auch nochmal in der zweiten Halbzeit, dass wir nicht mal das Tor treffen. Bittencourt in der letzten Minute trifft nicht das Tor. Also, dass wir nicht mehr auf das Tor schießen, sondern immer nur daneben. Schon eine Katastrophe. Und waren einfach nicht kaltschnäuzig genug. Und ich sag mal, so zweite Halbzeit war es auch so erstmal so lala. Die Hoffenheim hatten auch noch 1, 2 Chancen, aber natürlich dann durch die gelb-rote Karte waren wir eigentlich am Drücker. Also so ein offenes Spiel, da wäre mindestens ein Punkt drin gewesen. Ja, moin liebe User, moin lieber Sepp, das ist natürlich sehr, sehr viel schon aufgearbeitet, was ich natürlich jetzt alles rekapitulieren muss und auch meine Meinung zu sagen muss, erstmal Punkt 1, Grosso, finde ich natürlich auch, als ich heute gelesen habe, fiel mir genau das gleiche an, was du natürlich gerade angesprochen hast, war ja nicht vor einer Woche noch 23 Jahre alt, auf jeden Fall finde ich auch super witzig, du hast es gerade angesprochen, aber finde ich okay, wenn er aufhört. Wie gesagt, er hat auch definitiv läuferische Defizite. Also das Tempo ist nicht mehr das Schnellste. Das hat man ja auch gestern in Hoffenheim gesehen. Dann kannst du gegen so schnelle Leute wie Bayer und so weiter, kannst du nicht alles mit Stellungsspiel wegmachen. Das ist halt so. Und deshalb, er hat seine Knochen jetzt lange genug hingehalten. Ich hoffe natürlich nur, und ich glaube, das wurde auch mal angedacht, dass er dem Verein treu bleibt. Ich denke mal, er wird ein Trainee-Programm bei Werder machen, dann auch irgendwann bei Werder irgendeinen Job kriegen. Das würde ich sehr, sehr fair finden, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Also schade, hat sich super gemausert, ist damals als, als letzter Joker mit ins Trainingslager ins Zillertal gefahren, dann war auf einmal Stammspieler und dann Kohfeldt war es, glaube ich, noch, ne? Sepp, verbessere mich? Das war unter Kohfeldt, ich weiß gar nicht, ob es Zillertal war oder das Wintertrainingslager, könnt ihr gerne noch mal reinschreiben, wenn ihr das besser jetzt gerade wisst, wie gesagt, auswendig nicht, aber definitiv ja. Kohfeldt hatte ich auch gesehen, genau. Die wollten den, glaube ich, auch eigentlich eher sozusagen auch zum Auffüllen und dann wurde der, glaube ich, eher so eine Stammpersonalie. Genau, aber hat ja auch, glaube ich, dann über 100 Profispiele mittlerweile für Werder gemacht. Also richtig cool und sicherlich kann man ja oft darüber reden, dass er auch einige schlechte Spiele gemacht hat. Aber ich sag mal, so als Fan ist es natürlich auch eine coole Geschichte, weil er halt erstmal so später reinkam und dem kannst du wenigstens nicht vorwerfen, dass da nicht immer alles gibt. Da sind vielleicht die Mittel, die er hat, einfach ein bisschen begrenzt. Sagen wir es mal so. Ja, und deshalb, so einer hat es verdient, also auf jeden Fall bei Werder zu bleiben. Definitiv, das ist halt so. Und das sollte Werder mit ihm da irgendeinen Plan haben, meiner Meinung nach. Ja, Rafael Boré, dass wir da noch 300.000 Euro für kriegen, ist überragend. Auch eine richtig gute Aktion. Und wie gesagt, Ole Werner hat es, glaube ich, gestern auch vor dem Spiel im Interview gesagt. Also er vertraut Kovnatski, er vertraut Woltemade. Deshalb kann man ihn auch abgeben. Wir sind gesichert. Wir können höchstwahrscheinlich zu 99% nicht mehr absteigen, sage ich jetzt mal so. Wir haben 13 Punkte Vorsprung. Und dann kann man den Weg gehen und Boré abgeben. Und nochmal, für 300.000 Euro Haken dran machen. Super, super Geschäft gemacht. Ja, dann habe ich auch den Vorspann jetzt gemacht. Jetzt kommt der Hauptteil. Ne? Jetzt kommt beim 3-Gänge-Menü kommt jetzt das warme Essen. Auf jeden Fall ja das gestrige Spiel. Also Sepp, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich muss mich den Worten unseres Trainer Ole Werner nach dem Spiel anschließen. Ich fand die Leistung von unserer Mannschaft auch total okay.
Ich kann ja nur Vorwürfe machen im Defensivverhalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und natürlich Vorwürfe machen, dass sie vom Tor die Tore nicht gemacht haben. Aber sonst fand ich Hoffenheim nicht besser. Wir hätten auch definitiv einen Unentschieden verdient gehabt. Und mit das Wichtigste, muss ich dir ganz ehrlich sagen, mein persönlicher Eindruck, wir haben gestern kein Spielglück gehabt. Weil ich die beiden Situationen, die du schon beschrieben hast, Pfostenschuss Duxch, vom Pfosten springt der Ball dem Baumann am Rücken, dem Torwart von Hoffenheim, und dann trudelt er langsam zurück, dass der Hoffenheimer Abwehrspieler den Ball noch wegschlagen kann. Da gab es schon tausende Situationen gefühlt in der Bundesliga, dass der Ball vom Pfosten, Torwart am Rücken und der Ball geht rein. Das Spielglück hatten wir gestern nicht. Dann die zweite Aktion, Duckstein Kopfball wird abgewehrt, der Ball springt vom Knie geht an Seiten aus. Mit mehr Spielglück, sage ich jetzt mal so, geht er auch ins Tor. Das Spielglück hatten wir nicht. Agu, Stay, wie immer, Sepp, wie oft haben wir schon gesagt, ist der total ungefährlichste Mittelfeldspieler, den es wahrscheinlich auf dem ganzen Planeten gibt, nicht nur in Deutschland, auf dem ganzen Planeten. Der wird nie ein Tor machen, was für Chancen er hat. Agu, also erste Halbzeit, da wird er, glaube ich, noch ein bisschen vom Schmied ein bisschen bedrängt, den er dann mit Volley links aus der Luft nimmt. Sag ich, muss nicht ein Tor sein, aber Sepp, das Ding in der zweiten Halbzeit, das muss ein hundertprozentiges Tor sein, den er mit links da übers Tor schießt. Dann kann er sich noch auf rechts legen, auf seinen starken Fuß. Also das war echt schlecht. Also wie gesagt, gutes Spiel, kein Spielglück, keine Effizienz vorm Tor und schlechtes Defensivverhalten. Also wie das 2-0 fällt, ne, das ist ja Katastrophe. Der spielt einen 40-Meter-Pass aus einer eigenen Hälfte, der geht durch, macht quer und macht ein Tor. Das darf noch niemals irgendwo in der DU passieren, sage ich jetzt mal so. Also da war das Defensivverhalten natürlich richtig schlecht. Auch Anthony Jung gestern mal nicht so eine starke Partie gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Malatini, der Bayer hat ihn ein bisschen aufgetreten, also der kam auch nicht richtig ins Spiel. Aber dem mache ich absolut keinen Vorwurf, dem Malatini. Junger Bursche, gerade neu in der Bundesliga, sein drittes Spiel von Anfang an, also dem mache ich total oder absolut gar keinen Vorwurf. Da mache ich schon ernst den Vorwurf, dass er jetzt echt mal nicht, wenn Training vorbei ist, sozusagen, jetzt Training vorbei. Nein, gib mir Flanken, gib mir Torschüsse. Also der Stay muss definitiv Torschuss üben. Das ist halt so. Weil so ungefährlich kann doch kein Mensch vom gegnerischen Tor sein. Ja, aber Stay haben wir es schon oft gesagt. Vor allen Dingen, du hast gesagt, er schießt nie wieder ein Tor. Er hat ja sogar einige Tore mal gemacht, aber da wunderst du dich halt, der könnte wirklich einer sein, der, weiß ich nicht, hochgerechnet 8 Tore oder so schießt. Ja, ich weiß nicht, wo der gerade steht. Ne? Ja. Stimmt. Ne? Aber so vom Gefühl her, weil da hat, also das sind wirklich gute Sachen, wo der in die Box reinkommt und du denkst so, das Problem ist ja bei ihm wirklich, der trifft dann aus 15 Metern das Tor nicht. Also ja. Der Torwart hält den Ball nicht, sondern der trifft einfach das Tor nicht. Und das ist halt echt eine krasse Sache, wie ich finde, bei ihm. Du hast es ja auch gerade schon gesagt, also das und mit Agu. Aber ich kann mich erinnern, dass der auch schon damals auch so ein Chancentod war. Ne? Auch schon früher, dass da meistens überhaupt nicht zusammengekommen ist. Da muss einfach mehr kommen. Wir hatten ja auch hier Torschüsse sogar mehr als Hoffenheim, aber haben halt aufs Tor auch nur einen mehr reingebracht. Ne? 18 zu 14 und 7 aufs Tor bei Hoffenheim, 8 bei uns. Und das ist dann halt auch einfach, was angesprochen. Das ist Spielglück. Du hast es ja auch, wir haben ja vorher noch mal kurz drüber gesprochen, das ist richtig. Wir haben jetzt auch diese Phase, wo wir eigentlich aus wenig alles Mögliche machen. Weißt du noch, der Justin selbst ist selber im Stadion gewesen, ne? Die Flanke, wo keiner richtig hingeht, und da steht er einfach da. Das ist auch eigentlich Zufall, dass er da steht und kriegt den Ball, muss gar nichts machen beim 1-0 in Köln. Ähnliche Situation bei Woltemar, genau. Das ist auch sozusagen Zufall gewesen, wäre der Ball vielleicht etwas weniger feste gewesen, der Rückpraller hätte den vielleicht auch selber reingeschoben. Und da kommen halt viele Punkte, glaube ich, irgendwie so zusammen, muss man sagen. Das kann natürlich schon mal so sein, dass man einfach da eine schlechte Phase hat. Aber ganz kurz, um das nochmal abzurunden, was ich gesagt habe, was auch die Defensive angesprochen, auch klar einige Stellungsfehler drin. Man merkt dann jetzt, glaube ich, aber schon, dass wir auf Dauer das natürlich nicht kompensieren können, dass bis zu 4 Innenverteidiger fehlen. Es wird jetzt langsam dann halt schwierig da in dem Bereich. Positiv vielleicht höchstens noch den Mahnert, ist der Einzige, der jetzt eine Gelbsperre erstmal absitzt. Also für Dortmund sind halt einige da. Und ganz kurz noch, bevor du wieder da bist, kannst du gerne noch ein paar Eindrücke bringen, was sicherlich interessant wäre. Das war Alvero, dass der zumindest mal so 25 Minuten ungefähr mit Nachspielzeit gespielt hat. Da konnte man zumindest mal ein bisschen was erkennen, was man sich so vorstellen kann. Weil wenn er nur 5 Minuten spielt, ist immer schwierig. Macht ja auch ein ganz schönes Tor, wie ich finde. Und war zumindest jetzt, ja, will man nicht übertreiben, aber
man hat gesehen, irgendwie, da kam nochmal so ein bisschen Dynamik rein durch ihn. Ja, wenn wir gerade bei der Einzelkritik sind, muss ich einen auf jeden Fall hervorheben. Ich fand gestern eine super Torwartleistung vom Zetterer auf jeden Fall. Er hat auch in der Kicker die beste Note der Mannschaft bekommen, also eine 2,5. Was auch total berechtigt, die Schüsse, die er noch nachher gehalten hat. Das mögliche 3-0 von Bayer, was er mit dem Fuß abwehrt. Also gestern ganz, ganz stark. Nicht nur der Spielaufbau von Zetterer war gestern gut, sondern auch seine Torwartleistung fand ich gestern überragend. Und bei beiden Toren ist er natürlich machtlos. Und sonst hat er alles gehalten, was zu halten war. Ja, dann, wie gesagt, Alvero, sehr, sehr geiles Tor, ne? Auf jeden Fall überragendes Tor, wird definitiv bei Tor des Monats dabei sein, muss dabei sein. Auf jeden Fall macht er richtig gut. Und er war auch ziemlich präsent, die 25 Minuten, fand ich. Nicht nur präsent, weil er 2,2 Meter groß ist. Nein, er hat auch viel im Ball am Fuß gehabt und so weiter und so fort. Hat auch kluge Pässe gespielt, ist in die Zweikämpfe reingegangen. Also, wenn er nächstes Mal eine komplette Halbzeit mal spielt, wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Dann hast du es angesprochen, unser Defensivverhalten. Muss ich auch nochmal sagen, 4 Abwehrspieler, die ausfallen. Das Problem ist ja jetzt, wenn die reinkommen, die kommen ja mit nach langer Pause rein. Also die brauchen ja auch erst wieder 1-2 Spiele, bis sie auf ihrem Top-Niveau sind. Du weißt selber, wenn du aus der Verletzung kommst, wie lange du brauchst. So ein Stark ist schon lange weg. Jetzt wahrscheinlich gegen Dortmund wird der Veljkovic fit sein. Guck mal, wie lange Veljkovic schon fit ist. Der dieses Jahr noch gar kein Spiel gemacht. Genau. Dann wenn ein Stark wiederkommt, der lange ausgefallen ist, ein Friedel. Das Problem ist halt, ja, die kommen wieder. Aber die kommen ja nicht auf dem Niveau wieder, wo sie vorher waren. Und jetzt das ganz Entscheidende sind, das ist mir gar nicht so bewusst geworden, das hat der Reporter gestern auf der Zone gesagt, von den ersten 6 Mannschaften aus der aktuellen Tabelle spielen wir noch gegen 5 Mannschaften von den ersten 6. Also wie gesagt, Europa macht mal einen Haken dran, würde ich ganz ehrlich sagen, unter den Voraussetzungen. Ne? Also das wird 13 Punkte nach unten, ich habe gerade gesagt 99%, das muss reichen. Wir werden da nicht mehr absteigen, aber nach oben, da kannst du die Segel streichen. Gerade jetzt hier noch mit den gelben Karten, dann mit der Defensive, die wir gerade gesagt haben. Und du spielst noch gegen Leipzig, du spielst noch gegen Dortmund, du spielst noch gegen Leverkusen. Wer ist da oben noch drin? Hilf mir mal bitte weiter. Stuttgart, du spielst noch gegen Stuttgart. Und dann habe ich noch irgendeinen vergessen, Frankfurt, die 6. sind, genau. Und gegen Frankfurt spielst du auch noch. Also wie gesagt, du hast die richtigen Brocken noch vor dir. Und wie gesagt, das wirst du nie kompensieren können. Und Platz 9, Platz 8, irgendwie so, wäre schon ein einstelliger Tabellenplatz, würde ich schon richtig feiern, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl jetzt natürlich viele User sagen werden, halt, guck, Platz 8 könnte international reichen. Ja, da muss schon viel zusammenpassen, dass Platz 8 dann international reicht, aber dann werden wir wahrscheinlich nur 9. werden. Aber es ist auch nicht schlimm. Wie gesagt, die Qualität wird in den nächsten Spielen nicht da sein, dass wir aus den 5 Spielen gegen die ersten 6 da irgendwie 10 Punkte holen. Da bin ich nicht. Wenn, maximal haben wir vielleicht 6 Punkte, wenn wir Glück haben. Es geht schon gegen Dortmund los, wie gesagt, die Abwehr, Veljkovic kommt höchstwahrscheinlich rein, das wird nicht besser werden und du musst halt effizienter vom Tor werden, das ist halt so. In der guten Phase hätten wir definitiv gestern 2-2 gespielt, ich spreche es nochmal an, Sepp, Spiel in Bayern, Spiel in Mainz, Spiel in Köln, da hatten wir dieses Spielglück auf unserer Seite, weil wir kein Gegentor gefangen haben und dann irgendwie glücklich die Tore gemacht haben, aber gestern war das Glück nicht auf unserer Seite und Hoffenheim, gerade der Bayer war natürlich konsequent, der hat die Chancen genutzt. Und deshalb verlieren wir das Spiel 1-2 und deshalb, wir werden so die letzten 5 Spiele, werden wir nur noch so eine Art Freundschaftsspiele machen, bin ich mir relativ sicher. Boah, dann schon mal relativ klare Aussagen und muss ja auch sagen, du hast es ja auch angesprochen, dass die natürlich nicht so schnell fit sind. Man sieht das zum Beispiel auch bei Weiser, der ja nochmal ausgefallen ist. Ich glaube, nach dem Münchenspiel oder so war das ja dann auch. Der auch meines Erachtens zum Beispiel jetzt immer noch nicht so dran ist. Da sind ja wirklich schon jetzt 2, glaube ich, vollständige Spiele in Köln. Kam da, glaube ich, zuletzt ein paar Minuten nochmal rein oder 10 Minuten, weiß ich nicht mehr genau. Oder hat er sogar von Beginn an gespielt? Ne, ich glaube, er hat von Beginn an gespielt, so war das, war vorher noch nicht aktiv, aber man merkt zum Beispiel auch bei ihm, dass natürlich da auch wieder Luft nach oben ist. Jetzt rede ich gar nicht über das Gegentor, sondern allgemein einfach nur um das nochmal zu untermalen, was du gesagt hast, die Spieler brauchen 2-3 Spiele mindestens, bis sie mal langsam wieder so ein Level erreichen, wo du sagst, die sind schon in Form und Weiser ist ja dann auch eigentlich eher einer, der vielleicht ab und zu mal mit so ein paar Einzelaktionen sogar noch ein bisschen positiver aufs Spiel agiert. Und da gebe ich dir recht, wenn jetzt Veljkovic reinkommt, vielleicht in der Mitte als Beispiel, würden dann mit Jung, Veljkovic, Malatini spielen, ob das jetzt sozusagen eine viel bessere Abwehr ist als die jetzt gerade eben gespielt hatte gegen Hoffenheim, würde ich das auch erstmal ein Fragezeichen machen. Ja, genau. Stimmt. Also da muss man. Und Füllkrug ist der Gegner am Samstag, ne? Lücke kommt zurück ins Weserstadion. Also der wird heiß sein wie Frittenfett. Und der freut sich natürlich, dass seine
Jungs aus dem Training damals wie Starkey und Amos Pieper und wie sie alle heißen, nicht dabei sind. Also er trifft schon definitiv, das muss man so deutlich sagen, auf die zweite Wahl. Ne? Das ist halt so. Ja, genau. Also von daher sehr schade. Dann gibt es natürlich noch ein Thema. Wir müssen es schon wieder ansprechen, Scuba. Es ist natürlich Hardcore. Wir wollten uns da so zurücknehmen. Ich fand im Endeffekt gerade so in der ersten Halbzeit die Leistung von Marvin Ducksch eigentlich ganz gut. Eher schon wieder ein bisschen positiv. Jetzt muss ich ja schon wieder das Negative sagen. So ein 30-Meter-Freistoß kann er sich einfach schenken, ja, weil da können wir nichts mit anfangen, brauchst du nichts zu machen. Direkt auf den Torwart. Da haben wir einfach keinen Spieler in den Reihen, der da drauf schießen kann. Hatte ich das nicht vor 2 Wochen nochmal gesagt, mir fehlt da einfach Naldo, Frings, Borowski etc., die einfach mal auch einen harten Schuss haben. Das geht irgendwie nicht. Aber die Aussage und jetzt vor allen Dingen die Aussage nach dem Spiel, wo er sagt, sozusagen die Fans kritisiert, wo auch dann wieder, was hast du, glaube ich, vorher gesagt, hier vor der Aufnahme, 3.000 ungefähr da waren in Hoffenheim. Das Stadion war ja eher nicht ausverkauft, wenn man das so gesehen hat. Ja, ich sag mal, auf die Medien kann er immer so ein bisschen einschlagen und auf die Presse allgemein, aber auf die Fans, auch wenn sich welche drüber aufregen, so wie wir auch, da sollte man bei der großen Fanunterstützung auch vor allen Dingen auswärts sich zumindest bei den Leistungen der letzten 5, 6 Spiele zurückhalten. Vor allen Dingen mit dem Anspruch, Nationalspieler bei der EM zu sein, vor allen Dingen mit dem Anspruch, auch nach oben zu gucken, Führungsspieler zu sein. Und ich glaube, das ist halt auch ein großer Unterschied. Ja, er ist einer der wenigen, die überhaupt die Klappe aufmachen. Ne? Aber wisst ihr ja auch, wer die Klappe ein bisschen aufmacht, der muss dann halt auch ein bisschen immer liefern. Ist natürlich immer einfacher, wenn alle die Klappe nicht aufmachen. Dann beschwert sich auch keiner darüber, dass das quasi nicht geliefert wird. Aber so ist das halt. Beim Duxch polarisiert. Wie gesagt, fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht, gerade in der ersten Halbzeit. Ein bisschen sogar, um meinen Monolog jetzt zu beenden, Scoop, eigentlich schon interessant, dass Woltemade da noch auf dem Platz spielen durfte und er zuerst rausgegangen ist. Habe ich jetzt diesmal nicht so verstanden, weil Woltemade fand ich wirklich schlecht, also richtig schlecht. Und ja, mal dein Statement zum Duxch, was vor allen Dingen jetzt gerade mal die Fankritik angeht, ja. Ja, selber, ich habe ja mal vor 5, 6 Sendungen gesagt, dass ich mich beim Thema Marvin Ducksch zurückhalten werde und nicht mehr so viel dazu sagen will oder wollte, muss sagen wollte, weil die Aussage kann er nicht tätigen. Wie gesagt, ich muss jetzt meine Emotionen raushalten, das merkt jetzt an meiner Stimmungslage, ich halte da meine Emotionen komplett raus. Aber er kann die Fans nicht anmachen, er kann alle an, er kann die Medien anmachen. Die Fans sind schuld, dass ich ausgewechselt wurde. Hallo, was soll denn sowas? Der Trainer ist schuld, dass du ausgewechselt wurdest und nicht die Fans und nicht die Medien, egal wer. Natürlich war es gestern überraschend, Sepp, ich bin hundertprozentig bei dir. Er hat die beiden Chancen in der ersten Halbzeit, er war im Spiel drin. Und Woltemade habe ich fast gar nicht gesehen, der hatte gefühlt 5 Ballkontakte gestern. Mehr Ballkontakte hatte er nicht in der ersten Halbzeit. Und deshalb war ich sehr, sehr überrascht, dass er den Duxch rausgenommen hat. Aber die Aussage nachher und das auch als Nationalspieler. Also ich muss ja auch immer noch bedenken, also es ist ja schon schlimm genug, das haben wir schon oft genug gesagt, welche Spieler auf einmal in die Nationalmannschaft berufen werden. Nochmal ganz kurz, Justin soll auch auf einmal im erweiterten Kreis sein und so weiter. Ne? Da schlägst du ja echt nur noch die Hände über den Kopf zusammen. Wer einer macht mal 2 gute Spieler, kommt sofort in die Nationalmannschaft. Aber auch dieses Vorbild, Nationalspieler zu sein und solche Aussagen dann zu tätigen, also das geht gar nicht. Und nochmal, ich halte die Emotion ist hier gerade komplett raus, wie ihr merkt, aber das kann er nicht, er kann die Fans nicht angreifen. Die Fans machen alles, er soll sich an die Choreo erinnern. Duxch ist on fire, hört er fast vor jedem Spiel. Die Fans feiern ihn, die liegen ihm zu Füßen. Und dann den Fans einen Vorwurf zu machen, dass er ausgewechselt wurde, da fehlen mir die Worte, Sepp, und das geht auf keine Kuhhaut, was er sich da geleistet hat. Und da erwarte ich aber auch ganz, ganz ehrlich in der Öffentlichkeit eine Entschuldigung von ihm. Da hast du mal ein Statement rausgebracht. Von daher, ja, schreibt gerne mal ihr was dazu. Einmal, wie ihr das Spiel gefunden, also die Leistung gefunden habt vom Duxch insgesamt und natürlich vielleicht auch sozusagen zu den kritischen Äußerungen davon. Klar, wie gesagt, hat es ja erwähnt, Spieler, der polarisiert, der auch mal was sagt. Das ist ja auch immer schön. Das macht ja auch Spaß, darüber zu reden, weil ansonsten gibt es halt die nie was sagen. Dann hast du vielleicht auch nichts, wo du mal dich mit beschweren kannst, aber es passt ja ganz gut, deswegen erzählen wir die Anekdote noch. Ihr habt es ja selber, glaube ich, einer von euch als Hinweis nochmal den Deichtalk drunter gesetzt und da hat Clemens Fritz ja so schön die Geschichte von Diego erzählt, dass Thomas Schaaf gesagt hat zum Mannschaftsrat, wo Clemens Fritz dabei war, hör mal zu, der Diego, der geht öfters zu oft weg abends, klärt das mal.
Also Diego sagt, solange ich Top-Leistungen auf dem Platz bin, lass mich damit in Ruhe, gehe ich abends auch feiern. Und der Clemens meinte, okay, danach haben wir nie wieder mit ihm darüber gesprochen. Und ich muss auch sagen, natürlich Diego, klar, nochmal ein anderes Kaliber. Der hat aber wirklich natürlich dann sehr, sehr gute Leistungen immer wieder gebracht. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so die Geschichte, weil halt beim Dux das auch einmal, wo er nicht zum Training gekommen ist, wo er auch feiern war. Und ich glaube schon, dass er so einen gewissen Bonus hat. Ne? Das war damals mit Oliver Burke noch die Sache. Burke natürlich als trinkfester Kollege hat es noch zum Training geschafft damals und Dux irgendwie nicht, hatte eine halbe Stunde verpennt oder so. Ja, man muss sich halt damit dann auch abfinden. Ja? Das ist halt so. Und ich meine, das ist ja aber auch natürlich wahrscheinlich selber für ihn schwierig, weil er ja natürlich auch jetzt so ein bisschen sich selber Druck macht, weil er reingekommen ist, auch in die Nationalmannschaft, hat er diese zwei, weiß ich nicht, 5-Minuten-Einsätze. Er hat ja wirklich eine einzigartige Chance, wirklich nochmal dabei zu sein und weiß natürlich selber, dass gerade das wichtig wäre, halt auch nochmal bessere Spiele zu machen, weil ich sage jetzt mal, danach ist das Tor auf jeden Fall wieder zu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt sozusagen für 26 oder so dann nochmal eine Option darstellt, wenn überhaupt für 24. Aber das gilt natürlich jetzt nur, wenn er uns dann gegen Dortmund, in Anführungsstrichen gegen seinen Ex-Verein, dann im Gegensatz zu Fülle zum Sieg führt. Skup, um mal hier einen positiven Bogen zu machen. Also, wir werden sicherlich im Vorbericht dann da nochmal drüber reden, wie der Duxch mit 3 Toren und endlich mal ein Hattrick uns den Weg doch noch nach Europa und Platz 8 ermöglicht. Ja, ich möchte da gar nicht drauf eingehen, Sepp. Du weißt, das muss ich mich gleich nochmal rechtfertigen. Nein, ich gehe lieber darauf ein, was du mit Diego gesagt hast. Die Anekdote überragend, diesen Deichtalk. Vor allen Dingen auch, dass Thomas Schaaf nicht zum Diego hingegangen ist, sondern dem Mannschaftsrat den Mannschaftsrat vorgeschickt hat. Geht mal zum Diego und redet mit ihm. Das fand ich echt überragend. Wie gesagt, dass der Trainer das noch niemals selber gemacht hat. Also, du hast ja auch eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, Respekt. Vom Schaf, ich will nicht mit Ihnen darüber reden, das soll der Mannschaftsrat machen, das fand ich schon sehr komisch. Aber noch, wo wir jetzt gerade beim Deich-Talk sind, müsst ihr euch unbedingt angucken, liebe User. Noch geiler war ja die Story mit der Backpfeife von Johan Miku, ne? Dass zwei Journalisten das sehen, dass der Miku den Journalisten eine Backpfeife gibt und keiner schreibt darüber. Weder der Journalist, der die Backpfeife empfangen hat, und noch die zwei, die daneben gestanden haben. Das habe ich ja gar nicht verstanden. Also, da müssen wir mal kurz drauf eingehen. Stell das heutzutage mal vor. Da hätte jeder drüber geschrieben, das wäre überall gewesen, das hättest du überall gesehen. Und der Miku geht raus, es gibt 3 Zeugen, die sehen, dass einem Journalisten eine Backpfeife gibt und keiner schreibt darüber. Das ist ja undenkbar, oder? Ja, vor allen Dingen eigentlich, also heutzutage wäre der ja auch dann intern gesperrt gewesen. Hättest ja mindestens ein Spiel rausgenommen und du hast es ja gerade erzählt. Viel cooler ist es ja, wie du das erzählt, dass sie sich dann sozusagen bei Klaus Allofs. Also da merkt man aber auch noch, dass die Nullerjahre irgendwie noch so cool waren und das hörte sich so ein bisschen auch familiär an, wo der quasi dann so als Vermittler da war und auch noch übersetzt hat und der Reporter her meinte, mit seinem gebrochenen Französisch hat er schon so ein bisschen eher so was Negatives verstanden und der Klaus Allofs wohl gesagt hat, dem Johann tut es total leid und alles Mögliche. Also wie die das erzählen, ist wirklich, ist eine richtig geile Anekdote und der hat dann ja nochmal irgendwie ein paar Jahre später gefragt und hatte gesagt, der Klaus Allofs zum Reporter, dann willst du gar nicht wissen, was der gesagt hat. Und ich kenne ja auch den Miku, ne? Dass der ja auch eher so ein aufbrausender Charakter ist, was manche Sachen angeht. Aber kann ich mir schon vorstellen. Ich sag mal, auf Französisch kann man halt auch schön fluchen und es hört sich trotzdem noch gut an. Wie gesagt, du hast gerade gesagt, lass uns zum Positiven kommen. Bei Duxch kann ich zurzeit nichts Positives gewinnen. Deshalb muss ich jetzt nochmal auf den Deichtor kommen. Und das war die Story. Wir haben jetzt gerade beide nochmal herzhaft gelacht. Also so geile Storys, was die da erzählen, nochmal mit Diego und mit Miku. Das ist schon richtig, richtig überragend. Auch wieder Clemens Fritz sagte hier mit den 38 Millionen. Ja, im Sommer sind die sowieso wieder weg, wer das lachend gesagt hat und so weiter und so fort. Also, liebe User, nochmal, guckt es euch unbedingt an. Das war echt super als Werder-Fan. Da springt das Herz höher, wenn man das sieht. Ja, genau. Und auch nochmal gerne der Hinweis, den du ja ganz am Anfang der Saison gegeben hast. Und weil ich habe auch nochmal in so einem Rutsch letzte Woche, der glaube ich nochmal 5 Folgen am Stück geguckt, immer wieder die 20 Jahre Double-Saison, finde ich auch sehr gute Infos dabei. Auch muss ich ja sagen, was Thomas Schaaf angeht, wie er auch dann das immer so umgeht und was er sozusagen in den Spielern sieht, wie er auch sozusagen als,
als Mensch und als Spieler die behandelt. Du hast es ja auch gerade angesprochen mit dem Mannschaftsrat. Also richtig cool, finde ich richtig gut. Auch wenn mich seine Aufstellung irgendwie nach ein paar Jahren immer aufgeregt hat, weil wir so hoch standen und das Pressing immer nicht geschafft haben und dann auch mal so komische Gegentore bekommen haben, weil die Geschwindigkeit gefehlt hat. Aber das ist mal eine andere Geschichte. Damals waren wir jetzt ja hier noch nicht live mit unseren Sachen. Aber ja, eigentlich, um das ein bisschen abzuschließen, es ist wieder das alte Problem. Ja. Entschuldigung, da muss ich sofort ins Wort fangen. Was war dann nochmal die Sache mit, er hat auch was erzählt mit Tim Wiese. Was hat der Schaf immer zu ihm gesagt? Ja, irgendwie mit Tim Wiese, das, er soll den Ball lieber wegschlagen, als Fußball zu spielen oder irgendwie sowas hat nee, er genau, auch erzählt. Nee, genau, hast du recht. Ja, auch richtig cool. Thomas Schaf hat dem Tim Wiese immer gesagt, er soll jetzt nicht mehr, er soll mal ein bisschen mehr sauber hinten rausspielen, also kurze Bälle und so weiter. Und dann hat er wohl nur abgewogen und gesagt, Trainer, lass mich damit in Ruhe. Da heißt es weit, nee, lang und hoch bringt hoch Sicherheit. Hoch und weit bringt Sicherheit, genau. Hoch und weit bringt Sicherheit. Alter Spruch. Und dann war das Thema auch durch, dass der quasi da Kurzpassspiel hinten auszieht. Also wisst ihr ja auch, Wiese, das war natürlich auch einer einfach, der die Bälle nach vorne gedroschen hat. Also legendär. Aber da waren auf jeden Fall legendäre Sachen dabei, ja. Richtig geil. Mir kommen schon die Tränen, liebe Jose, das war überragend, das müsst ihr euch wirklich angucken. Ne, hauen wir ab. Der sagt da zum Trainer, musst du dir mal vorstellen, der sagt da zum Trainer, hauen wir ab, ihr will Kurzpassspiel, hoch und weit bringt Sicherheit Trainer. Und dann war das Thema auch durch, das finde ich ja so witzig dabei. Ne? Nicht, dass der Schaf nochmal hinterhergegangen wäre. Ne, das Thema war dann durch auf jeden Fall. Ja, gut, aber da hattest du ja dann auch eine Phase mit Naldo, Mertesacker auch, wo ja auch gerade die kopfballstarken Spieler da waren. Wiese war ja auch jetzt nicht eher so der Linientorwart, sagen wir es mal so, und nicht. Da hat er auch meistens kaum Bälle abgefangen. Obwohl, ihr wisst ja, Juventus-Rolle, müssen wir nicht drüber reden. Genau, und war aber natürlich auf der Linie stark, im 1 gegen 1 stark. Ja, gerade beim Rauslaufen da, die ganzen Aktionen. Aber gut, aber das ist halt schon lustig, wie die das erzählen. Man merkte da noch immer noch, und das passt ja auch zu der Clemens-Fritz-Geschichte, halt, dass da irgendwo, ich sag jetzt mal, der Sprung zwischen Kreisklasse und Werder Bremen Fußball Bundesliga halt irgendwie noch da war vor 20 genau. Jahren. Ne? Also da hörte man so, diese Wiese-Geschichte oder anderen Sachen ist ja auch so, weiß ich nicht, kennt ihr ja selber, die ihr Fußball gespielt habt, dass es ja dann auch gerade so Mannschaftsthemen sind, die dann auch mal geklärt sind, wenn du jetzt irgendwie einen ganz guten Spieler hast, dass der nicht immer nur Party macht, wenn du jetzt, weiß ich nicht, in der Landesoberliga noch ein bisschen was erreichen willst, sondern dass der auch mal mit dem eingenordnet ist, weil der Trainer bringt ja auch nichts. Das ist ja ein Mannschaftssport und da ist es über den Mannschaftsrat schon am besten. Der Trainer kann nur sagen, okay, wir schmeißen dich halt komplett raus, aber besser ist natürlich dann einen guten Spieler auch wieder zu integrieren. Und ja. Was aber jetzt, um mal noch eine Kurve zu bekommen, sind wir schön abgedriftet vom Spiel. Was halt super wichtig ist, wie ich finde, und das Problem haben wir auch schon längere Zeit, dass wir einfach wenig gute Abschlüsse haben aufs Tor, dass die eben ja doch wirklich deutlich mehr Torschusstraining machen, denn das kann man ja trainieren. Und natürlich, mir fehlen halt auch weitere Varianten. Wir reden immer wieder Freistöße, Eckbälle. Du hast ja damals noch den Monolog gehalten über Niklas Beste mit Inhoff, also von Heidenheim so rum, in Bremen bei der 125-Jahres-Feier. Und da fehlt mir einfach noch, dass wir ja da ein bisschen mehr arbeiten, dass wir dann einfach auch vielleicht bei so einem Spiel durch mal gute Varianten mal was haben. Wir hatten das, glaube ich, in der letzten Saison, da wurde, glaube ich, eine Variante mal gemacht. Da wurde dann Kiki van der, glaube ich, nochmal gelobt, dass der irgendwelche Eckball-Varianten macht und so. Also irgendwie hat man da gar nichts mehr und da fehlt mir noch ein bisschen so die nächsten Impulse, dass man halt einfach da weiterkommt. Denn Otto Rehagel, jetzt haben wir ihn schon wieder mal, neben damals der coolen Anekdote, wenn ihr euch das angeguckt habt, also brillantes Video, diese 3 Minuten da, die wir letztes Mal verlinkt haben, wo der dann da Schnaps trinkt irgendwie vor über 40 Jahren. Und was ich aber sagen wollte, auch da, glaube ich, ist der ja mit Griechenland Europameister geworden. Ich glaube, die haben fast nur Standardtore gemacht. Ne? Und Standards bleiben halt ein probates Mittel. Das 1-0 von Hoffenheim gestern fällt durch eine Standard. War eine direkte Ecke, die dann Volley aus der Luft nimmt. Ja. Auch wahrscheinlich noch trainiert, denke ich mal. Du hast ja gesehen, wie der Bayer unsere Jungs da alle weggeschubst hat und so weiter. Du hast es trainiert. Und wir machen ja nichts anderes als trainieren und Fußball spielen. Also kann man auch mal Standards trainieren. Und bei Werder siehst du sowas nicht. Was du meintest, das war vor 2 Jahren auf Schalke, wo wir die ersten beiden Tore direkt nach einer Ecke gemacht haben, durch eine Variante, wo da hat der Füllkrug, glaube ich, noch beides mal ein Kopfballtor gemacht, glaube ich, oder irgendwie. Oder einmal sogar der
der Linksfuß, der jetzt in England spielt, Gurf. Sogar der Gurf hat damals noch in. Ja. Käse. Ja, Gurf. Ja, genau. Der hat dann auch das Tor gemacht. Ja, genau. Jetzt schreibt gerne nochmal rein. Ich denke, wir sind jetzt erstmal beim Ende. Die Anekdoten haben wir euch ja auch nochmal erzählt oder habt ihr eh schon selber gehört. Ja, müssen einfach gute Dinge sein. Ich glaube, es sind jetzt alles mehr Bonusspiele, würde ich jetzt fast sagen, auch wenn ich am Anfang des Talks gesagt habe, da ist vielleicht nochmal was drin, wenn man gegen Dortmund nochmal punktet. Aber ich muss gerade sagen, das Momentum, wir haben das Momentum so ein bisschen verloren. Ne? Wir hatten ja vorher so gesprochen, das lief ganz gut, wir haben das so gemacht, aber irgendwie ist es so auch nach dem Heidenheim-Spiel so ein bisschen nach verloren gegangen. Jetzt haben wir dann doch wieder einige Niederlagen bekommen, beziehungsweise auch jetzt wie Darmstadt, wo dich echt wunderst, wie hoch hatten die jetzt verloren? 6-1, 6-0, glaube ich. Ne? 6-0, nach 25 Minuten steht es 5-0 für den Gegner, ja. Und wir haben Glück, dass wir 1-1 gegen die spielen. Ja, genau. Ganz kurz noch, Scoop, haben wir vorher drüber gesprochen, aber jetzt glaube ich gar nicht im Talk. Das noch zum Abschluss. Der Schiedsrichter, der war ja, fand ich ja sehr sympathisch, weil aus meiner Sicht muss man da auf jeden Fall einen Elfmeter geben, wie der da beim Schauen der Bilder auf Weiterspielen entschieden hat. Kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Gerne mal aufzeigen. Wir haben uns das jetzt sogar nochmal zusammen hier vor der Aufnahme angeguckt. Es ist kein Absicht, also der will den nicht bösartig faulen. Ich glaube, damit sind wir sozusagen, gehen wir beide konform. Aber der läuft ihm halt voll in die Hacken rein. Und der Ball ist doch relativ nah am Fuß von Bayer. Klar, der geht auch in den Zweikampf so ein bisschen Schulter an Schulter, aber der ist jetzt ja selber auch jetzt nicht der mega stabile Stürmer. Also wie man da keinen Elfmeter pfeifen kann, keine Ahnung. Sehe ich genauso. Für mich ein hundertprozentiger Elfmeter für Hoffenheim. Und nochmal, du hast es gerade angesprochen, er geht raus und guckt sich das an. Und er guckt sich das nicht nur 10 Sekunden an, er guckt sich das mindestens eine Minute an und sagt, dann ist kein Elfmeter. Da war ich schon sehr, sehr überrascht. Für mich ein hundertprozentiger. Genau, also dazu gerne nochmal eure Meinung insgesamt zum Spiel, zu Marvin Ducksch natürlich auch. Er könnte natürlich auch gerne andere Spieler nennen, aber Leo Bittencourt hat ja nur 3 Minuten gespielt und wieder neben das Tor geschossen. Hätte auch mal vielleicht sozusagen sich krönen lassen können, der ja immer ein bisschen polarisiert, sonst mit ein paar Aussagen. Ansonsten denke ich mal, für Montag, Scoop, haben wir erstmal alles. Euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann Ende der Woche wieder. Vorbereitung auf oder Vorschau auf Dortmund. Und jetzt musst du dir noch was ausdenken. Für den Rausschmeißer. Macht's gut. Jo. Ja, ich weiß, was ich euch schon ausdenke. Ich werde Zeit, dass mal wieder ein Werder-Spieler ein Tor des Monats schießt. Und deshalb, wenn die ARD die Tore vorstellt, wird der Alvero dabei sein. Und jeder Werder-Fan muss natürlich dann auf jeden Fall voten für Alvero, damit ein Werder-Spieler mal wieder ein Tor des Monats geschossen hat. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß. Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert, dass wir auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Ostern. Haben wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Ostern. Die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Mal
Meisterschaften und Pokal, das Double 20-4. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green-White Wonderwall. Natürlich macht die einen Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert.